Willkommen zu einer heute sehr kulinarischen Folge des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Michael Gramp und in unserer heutigen Folge geht es um Trends rund um das Thema Essen. Dabei auch, wie der technologische Fortschritt selbst diesen Bereich unseres Lebens stark verändert. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Essen hält ja Einzug in fast alle Bereiche unseres Lebens. Essen ist ja Lifestyle, Essen ist Wellness, ist Erlebnis, ist Statussymbol und für einige ist Essen auch schon fast eine Ersatzreligion. Ich spreche über dieses Thema heute mit Christine Schäfer vom Gottlieb Duttweiler Institut, einem der führenden Thinktanks in Europa. Sie ist Hauptautorin des Food Trend Berichts, in dem alle zwei Jahre die aktuellen Trends rund um Essen und Lebensmittel analysiert werden. Und ich spreche mit ihr über verschiedene Themen, zum Beispiel über die Bedeutung des Essens in unserer Gesellschaft, über Essen als Lifestyle, über Biohacking, Selbstoptimierung des Körpers mit Lebensmitteln oder auch über Superfood. Und wir sprechen auch über den zunehmenden Einfluss von Technologie auf unser Essen. Und das geht von Online-Lieferservices bis hin zu Laborfleisch. Ihr seht viele Themen. Viel Spaß beim Gespräch. Ich bin heute im wunderschönen Rüschlikon bei Zürich, genauer gesagt beim Gottlieb Duttweiler Institut, kurz auch GDI genannt, einen der führenden Thinktanks in Europa. Und mir gegenüber sitzt Christine Schäfer, Researcherin oder auf Deutsch Forscherin beim GDI. Willkommen zu unserer Podcast-Show. Vielen Dank. Frau Schäfer, das GDI publiziert ja regelmäßig einen Bericht über Trends im Food-Bereich. Sie sind die Hauptautorin von diesem Bericht. Also es geht ums Essen, um Lebensmittel. Meine Eingangsfrage, wie wichtig ist für Sie persönlich eigentlich das Essen? Essen ist für mich schon ganz was Wichtiges. Und ich würde sagen, dass es auch einen großen Teil meines Lebens ausmacht. Hier sind wir natürlich sehr verwöhnt, weil wir am Mittag jedes Mal was Leckeres zu essen kriegen von unserer eigenen Küche. Aber dann natürlich auch am Wochenende nehme ich mir sehr viel Zeit für den Einkauf, fürs Kochen, fürs Genießen. Das muss schon drin liegen. Und das ist ein Trend, den man ja eigentlich weltweit fast überall anfindet. Das Essen selbst, aber eben auch alles um das Thema Essen herum, hat in den letzten Jahren ja einen sehr starken Bedeutungszuwachs erfahren und Essen bestimmt inzwischen ja viele Bereiche unseres Lebens. Sie schreiben im aktuellen Food Trend Bericht, dass Essen inzwischen alles und überall sei. Woher kommt diese steigende Bedeutung? Also einerseits ist Essen halt wirklich omnipräsent, also egal wo man hingeht, irgendwo sieht man immer ein Angebot, irgendwas zu konsumieren, sei es jetzt auf Plakaten, man sieht Restaurants oder natürlich dann auf dem Telefon. Ich glaube, Social Media hat da ganz einen großen Einfluss. Wenn man sieht, was da die ganze Zeit gepostet wird, Hashtag Foodporn ist so ein Schlagwort, da geht schon ganz viel. Man kann sich dann auch profilieren damit, dass man eben ja in the know ist und weiß, was da wirklich so passiert. Essen ist aber auch ein Stück weit ein Ausdruck von einer Suche nach Halt und Sinn im Leben. Denn wir leben halt wirklich in so einer globalisierten und schnelllebigen Welt und sucht darin nach Halt. Und Essen ist halt etwas, was wieder Sinn geben kann, womit man auch dann seine Identität ausdrücken kann. Also Identitätsstiftung, teilweise auch ein bisschen Gruppenzugehörigkeit, je nachdem, welche Essensstile ich vielleicht bevorzuge oder auf Bio, Vegan etc. In Ihrem Bericht beschreiben Sie ja sehr viele Food-Trends. Für unser Gespräch habe ich mir mal zwei Trends, größere, herausgegriffen, die wir ein bisschen im Detail besprechen können. Fangen wir mit dem ersten an. Essen ist Gesundheit oder Essen wird zum Wellness-Erlebnis und Lifestyle, über den sich viele Menschen auch identifizieren. Was verstehen Sie darunter genau? Also
Essen ist Gesundheit und Gesundheit ist heute halt auch viel mehr als einfach nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist selber auch zu einem Lifestyle geworden, in dem Essen eben auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Den Leuten wird immer mehr bewusst, halt welchen Einfluss das Essen auf den Körper, auf die Gesundheit hat. Das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung. Der Input beeinflusst den Output. Und als Output jetzt nicht nur die körperlichen Ausscheidungen, sondern wirklich auch das Wohlbefinden, wie man sich fühlt, wie es einem geht. Also das Körperbewusstsein und dass ich auch das Körperbewusstsein, auch meine Gesundheit durch die Ernährung letzten Endes steuern kann. Genau. Da sind wir natürlich schnell bei dem Thema Biohacking, ein Thema, das zunehmend populär wird. Also hier geht es darum, ja den eigenen Körper so gut wie möglich zu verstehen, dass man diesen hacken und dadurch auch optimieren kann. Im Zeitalter des Optimierungswahns, sage ich mal, nicht überraschend, eben auch im Zusammenhang mit der Ernährung. Wie wird dieses Hacking denn genau betrieben? Bei diesem Hacking geht es eben darum, die beste Version von mir selbst zu werden. Das geht dann natürlich einerseits eben durch Sport, durch diese Vermessung, die wir die ganze Zeit betreiben mit unseren Activity Trackers und so weiter, aber eben auch durchs Essen. Das kann auf eine relativ natürliche Art und Weise erfolgen, beispielsweise durch dieses Superfoods oder allgemein Nahrungsmittel, die unter die Kategorie Naturally Functional fallen. Also das heißt, dass sie von Natur aus Inhaltsstoffe besitzen, die eine leistungsfördernde oder gesundheitsfördernde Wirkung haben. Es geht dann aber natürlich auch viel mehr noch in anderen Bereich. Also wenn man daran denkt, dass man sich versucht, mit Smart Drugs oder sogenannten Nootropics zu pushen, das kann dann wirklich bis zu rezeptpflichtigen Medikamenten gehen oder sogar so Microdosing von LSD, wo man dann versucht, sich und seine Kreativität wirklich auf ein nächstes Level zu pushen. Letzteres klingt nicht gerade gesund, oder ist das jetzt nur mein falscher Eindruck, wenn ich hier verstärkt auch Medikamentenbereich zugreife? Ja, ich glaube, im Medikamentenbereich kann das schon kritisch sein, vor allem wenn man das nicht unter ärztlicher Aufsicht macht. Aber schlussendlich zählt ja dann immer, dass die Menge auch das Gift macht. Jetzt haben Sie einen spannenden Begriff erwähnt, Superfood, in aller Munde. Also Essen wird zur Selbstoptimierung eingesetzt. Superfood, auch ein Begriff, der aus den USA, glaube ich, kommt. Gibt es eine Definition oder Abgrenzung, was Superfood eigentlich genau ist, oder handelt es sich hier nur um einen Marketingbegriff, um uns überteuerte Lebensmittel aufzudrängen? Das ist schlussendlich wirklich einfach ein Marketingbegriff, der nicht geschützt ist. Und daher auch häufig benutzt wird dann, um gewisse, wir kommen gleich noch auf ein gutes Beispiel zu sprechen, um gewisse Produkte zu pushen. Genau, also ich denke schon, dass diese Produkte in der Regel auch unter diese Kategorie Naturally Functional fallen, aber man kann Superfood natürlich auch für alles Mögliche verwenden. Gut, zu meiner Kindheit war das Superfood Spinat, hat aber auch nichts geholfen, habe ich trotzdem nicht gemocht. Sie schreiben in Ihrem Bericht, dass der Superfood-Wahn auch gravierende Folgen haben kann. Und ein gutes Beispiel sind die Avocados. Und viele von den Foodies wissen zwar bereits, dass Avocados nicht nur die Umwelt und die Artenvielfalt gefährden, sondern sogar auch Kriminelle auf den Plan gerufen haben. Können Sie vielleicht diese Problematik kurz erläutern? Genau, das mit den Avocados ist so, dass halt global die Nachfrage stark gestiegen ist, was dann auch wieder zu einem Preisanstieg geführt hat. Die lokalen Bauern, die wollen oder müssen dann auch mehr anbauen, da es eben einen höheren Profit abwirft. Das wird sogar als grünes Gold bezeichnet. Das Problem ist dann natürlich, dass mehr Anbau auch mehr Platz braucht. Dafür werden dann Wälder abgeholzt, Tiere verlieren ihren Lebensraum. Die Avocado-Pflanzen haben einen enorm hohen Wasserverbrauch. Zudem werden Chemikalien eingesetzt, was dann wieder ins Trinkwasser gelangen kann. Und in Mexiko beispielsweise ist der Markt mittlerweile so riesig, dass eben auch Drogengangs ein lukratives Geschäft wittern. Die
Anbaugebiete, die stehen teilweise auch unter Kontrolle von solchen Drogenkartellen und die Bauern müssen dann entsprechend Schutzgeld zahlen oder halt ja mit dem Schlimmsten rechnen. Das sollte man sicher bedenken, wenn man jeden Tag 2 Avocados kauft, nehme ich an. Sieht die Lage ähnlich aus bei anderen Superfoods oder ist das so ein Extrembeispiel? Es gibt natürlich schon auch andere Superfoods, wie beispielsweise Quinoa, die nicht ganz so gravierende, aber ähnliche Folgen haben. Also dass halt eben die stark erhöhte Nachfrage dazu führt, dass viel, viel mehr produziert werden muss. Die erhöhte Nachfrage erhöht dann auch wieder den Preis so sehr, dass sich dann die lokale Bevölkerung die Produkte nicht mehr richtig leisten kann. Es wird in Monokulturen angebaut, was dann den Boden natürlich extrem auslaugt, was dann wieder der Umwelt auch nicht wirklich gut tut. Was glauben Sie, wohin geht der Trend bei Superfoods? Wenn wir immer mehr als Superfood deklarierte Lebensmittel sehen oder ist es so ein Hype, der auch irgendwann mal wieder abflacht? Ich glaube, der Trend wird sich schon noch eine Weile halten, weil eben von Konsumentenseite dieses Bedürfnis besteht, sich mit dem Essen zu optimieren, sich was Gutes zu tun, seine Gesundheit zu fördern. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dann das Bewusstsein eben für diese globalen Folgen wächst und man sich dann wieder mehr auf lokale Superfoods zurückbesinnt. Also dass man beispielsweise Blaubeeren statt Goji-Beeren isst oder Leinsamen statt Chiasamen. Kommen wir zu einem zweiten Schwerpunktthema in Ihrem Bericht. Essen ist Hightech, also der Einfluss von Technologie auf das Essen. In der Foodwelt gab es ja früher ja eine klare Wertschöpfungskette. Also am Anfang steht die Produktion von Lebensmitteln, dann die Verarbeitung, dann Distribution, Handel und Gastronomie, Konsum, Verzehr und Recycling. Aber das hat sich ja geändert und Sie sprechen nun von einem Wertschöpfungsnetzwerk statt von einer Wertschöpfungskette. Warum Netzwerk und ja, was hat sich eigentlich genau verändert? Aller Anfang liegt einmal mehr bei der Digitalisierung. Also die Digitalisierung, aber auch die Globalisierung führen dazu, dass alles immer mehr miteinander vernetzt wird. Also Menschen mit Menschen, Menschen mit Maschinen, Maschinen mit Maschinen, alles ist irgendwie vernetzt und kommuniziert unablässig miteinander. Und diese Vernetzung findet eben auch innerhalb dieser Wertschöpfungskette beziehungsweise eben dieses Wertschöpfungsnetzwerkes statt, dass alle Komponenten im Netzwerk auch miteinander vernetzt sind, dass da auch völlig neue Wege gefunden werden, wie eben die Produkte an den Endkonsumenten gelangen. Also diese lineare Kette, die besteht immer noch, ist aber nur noch eine Möglichkeit von vielen. Also der Konsument kann eben zum Beispiel direkt auch beim Produzenten etwas kaufen. Genau. Was früher vielleicht nur auf dem Hof oder Bauernhof möglich war, ist nun aber aufgrund von Apps oder sonstigen Sachen auf anderen Wegen möglich. Dadurch werden teilweise Zwischenhändler ausgeschalten etc. Genau, das ist dann eben das mit diesen Plattformen, die eigentlich eine direkte Verbindung zwischen Angebot und Nachfrage herstellen können und dann diese Mittelmänner ausschalten. Jetzt, wie meistens bei solchen Plattformtechnologien für den Konsumenten überwiegen meist die Nutzen. Für den Produzenten wird es etwas schwieriger. Was muss ein Produzent denn heute anders machen, ein Lebensmittelproduzent, wie noch vor 15 Jahren? Also eben, es ist definitiv so, dass die Konsumenten mehr Macht haben und so auch stärker über das Angebot mitbestimmen können. Für die Produzenten heißt es, dass sie sich sehr flexibel und schnell auf globale und sich schnell verändernde Konsumentenbedürfnisse einstellen müssen. Daten werden ganz, ganz wichtig. Also wenn man die Daten hat, dann kennt man eben auch seinen Markt, seine Kunden, aber auch die Konkurrenz und kann dann so versuchen, eben seine Nische oder seine Marktmacht zu finden. Nehmen wir doch mal ein Beispiel, wo Technologie und die Digitalisierung die Wertschöpfungsketten oder die Kette entsprechend aufgebrochen hat, ist das Food Delivery, also Unternehmen, welche die Lieferung von Essen zur Haustür des Kunden organisieren, sei es nun fertige Gerichte oder auch nur Lebensmittel. Und bestellt wird hier auch in der Regel über eine App auf dem Smartphone. Früher gab es höchstens mal den Pizzadienst vom Italiener ums Eck.
Heute aber gibt es doch wesentlich mehr. Was hat das für Konsequenzen? Vor allen Dingen auch diese Lieferservices, die werden ja auch immer größer, teilweise von der Unternehmensbewertung her in astronomischen Höhen. Es kommen globale Firmen, die dann auch in anderen Ländern kleinere Anbieter kaufen. Genau, also für den Konsumenten ändert sich sicher das Angebot. Also das ist heute so viel mehr als einfach nur Pizza, Burger, süß und sauer, sondern man kann heute wirklich Essen in Restaurantqualität sich bis an die Haustüre liefern lassen. So stellt sich dann natürlich auch immer mehr die Frage, wieso überhaupt noch den Komfort meiner Couch verlassen? Wieso soll ich jetzt überhaupt noch in ein Restaurant gehen? Für Restaurants heißt es dann natürlich, dass sie sich vermehrt müssen über die Erlebniskomponente definieren. Also, dass sie dem Konsumenten ein Erlebnis bieten, das er zu Hause mit diesen gelieferten Waren halt nicht nachstellen kann. Auch für Supermärkte wird es natürlich immer schwieriger. Ich glaube, hier in der Schweiz ist es noch nicht ganz so extrem. Das macht nur einen ganz kleinen Prozentzahl aus, wächst aber stark, also auch die Lebensmittellieferungen. Und diese neuen Lieferservices, die übernehmen dann eben auch die Logistik für andere Restaurants. Das heißt dann natürlich dann auch für kleinere Restaurants, die bis jetzt ihre Menüs nicht ausliefern konnten, weil sie einfach keine Kapazität hatten, um einen Lieferdienst aufzubauen, dass die jetzt auch in diesem Delivery-Spiel mitmachen können. Heißt dann aber auf der anderen Seite wieder, dass eben diese Plattformen auch an Macht gewinnen und einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes dann natürlich für sich behalten. Gut, also ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt. Einerseits haben auch neue Anbieter die Möglichkeit, die eben sich selbst keinen Lieferservice leisten können, keine eigenen Fahrer, entsprechend auf externe Hilfe zuzugreifen. Andererseits schrumpft die Marge natürlich, das ist klar. Kommen wir noch zu einem etwas exotischeren Thema im Hightech-Food-Bereich, nämlich In-Vitro-Fleisch. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, was das ist. Was ist es denn genau? In-Vitro-Fleisch, auch Laborfleisch oder Clean Meat genannt, ist Fleisch, das im Labor gezüchtet wird. Also es wird einem Tier Zellen entnommen und die werden dann in einer Trägerflüssigkeit dazu gebracht, sich zu vermehren, mit Elektroimpulsen stimuliert, dass dann auch Muskelgewebe in der erwünschten Härte entsteht. Und so gibt es dann Fleisch. Steak und Filet sind momentan noch nicht möglich, weil das Gerüst dazu dreidimensional wachsen müsste. Das geht im Moment noch nicht. Aber wenn man dann diese 2D-Gerüste übereinander lagert, gibt es ein mehr oder weniger überzeugendes Hackfleisch. Selber schon mal probiert? Nein, leider nicht. Okay, also klingt natürlich noch etwas gewöhnungsbedürftig. Ein Argument, das für Laborfleisch ja häufig genannt wird, ist, dass die heutige Fleischproduktion natürlich sehr ineffizient sei. Also viele Ressourcen werden verschwendet, Wasser, Weideflächen etc. Das klingt natürlich für mich auch schon nachvollziehbar. Also könnte dadurch wirklich ein langfristiger Trend entstehen, wenn es dann auch mal bezahlbarer wird, weil inzwischen, es ist immer noch relativ teuer aktuell, glaube ich. Es ist noch relativ teuer, die Preise sind aber auch im Sinkflug. Also das wird dann schon irgendwann, wenn es dann Marktreife hat, das ist auf etwa 2020 oder so prognostiziert, sollte es sich dann preislich eigentlich nicht mehr stark von einem echten Rindsburger unterscheiden. Okay, also in 2 Jahren kann man durchaus damit rechnen in einigen Supermärkten oder Spezialitätengeschäften. Das sind die Prognosen. Ob es dann gleich schon in der Schweiz auch erhältlich ist, kann ich jetzt nicht. Genau, vielleicht läuft der Test erstmal woanders ab. Ein anderer Trend, und die Sachen gibt es bereits im Supermarkt, zumindest hier in der Schweiz, sind Insekten als Lebensmittel. Also man kann ja bereits Hamburger aus Insekten kaufen. Kann dies auch ein Massenprodukt werden? Ich glaube. Oder ist die Assoziierung mit Insekten jetzt in unseren Kulturkreisen ein bisschen ein Hindernis? Ich glaube, hier wird es wahrscheinlich eher schwierig, da es halt kulturell wirklich nicht verankert ist. Ökologisch ist es sicher sinnvoll, aber ob es sich durchsetzen kann, bin ich mir nicht sicher.
Coop aber, die ja die Burger auch anbieten, seien mit dem Absatz zufrieden. Ich glaube, es braucht aber noch etwas Zeit für ein abschließendes Fazit, weil das ist ja jetzt erst im August dann seit einem Jahr auf dem Schweizer Markt. Genau, also Coop ist einer der großen Detailhändler hier in der Schweiz. Ist hier vielleicht wichtig, dass der Konsument das wirklich sich mal traut zu probieren? Ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht allein bei den Gedanken schon sagen, rühre ich nie an. Ja, ich glaube, es hilft natürlich schon, dass diese Insektenprodukte nicht so aussehen, als wären da wirklich Insekten drin. Das könnte vielleicht die Hürde schon mal etwas hinabsetzen. Was ich aber glaube, was auf dem Schweizer Markt eigentlich eine bessere Zukunft hätte als diese Insektenburger, ist pflanzliches Fleisch. Also das ist nochmals etwas anderes, wobei man versucht, aus pflanzlichen Proteinen die Proteinstruktur von Fleisch so nachzubauen, dass man das vegane Produkt dann eigentlich nicht mehr von einem echten Fleisch unterscheiden kann. Also auch geschmacklich. Geschmack, Aussehen, Konsistenz, Geruch, Zischen auf dem Grill, austretender Saft, alles. Wie weit sind wir hier in der Entwicklung? Das durfte ich schon mal probieren. Oh, okay. Und das war der absolute Wahnsinn. Haben Sie vorher gewusst, was Sie probieren? Oder? Ja, ich wusste, okay, dass es ein Tasting von Plant-Based Food ist. Ja. Und es gab da Sushi, wo man rohen Thunfisch auf pflanzlicher Basis probieren konnte. Zwei verschiedene Burger, Rinds, Anführungszeichen, Burger von Impossible Foods und Beyond Meat. Und auch noch sonst Burritos und Chicken und Würste. Und das war alles ganz überzeugend. Ich glaube, da geht ganz viel im Moment. Spannend. Abschlussfrage. Blicken wir doch mal 10 Jahre voraus. Was ist in 10 Jahren normal? Also was werden wir wirklich essen, als normal hinnehmen, was wir heute vielleicht noch nicht so als normal ansehen? Kann natürlich jetzt nur Spekulation sein, aber was glauben Sie, wahrscheinlich das, was Sie jetzt eben zum Schluss gesagt haben, wo wir relativ weit schon sind, auch was die geschmackliche Komponente angeht? Genau, also ich glaube, dass dieses In-vitro oder das vegane, pflanzenbasierte Fleisch, das wird sicher ein ganz großes Ding werden. Weiter sind Verpackungsmaterialien. Da sehe ich auch große Veränderungen. Also Reduzierung von Müll letzten Endes. Genau. Durch die Verwendung anderer Materialien. Genau. Also auch, weil halt eben mit diesem steigenden Bedarf an Convenience-Produkten, das gibt natürlich immer mehr Abfall. Und da versucht man jetzt schon, diesen auch wieder einzudämmen oder zumindest dann biologisch abbaubar zu gestalten. Und ganz allgemein würde ich sagen, dass dieser bewusste Konsum weiterhin ansteigen wird. Also, dass man sich als Konsument überlegt, was esse ich jetzt eigentlich? Wo kommt das her? Wer hat das? Unter welchen Bedingungen produziert? Dass man sich da schon auch mehr Gedanken drüber macht, dass aber der Genuss natürlich immer noch im Vordergrund stehen wird. Also ein bewussteres Einkaufen, genauer schauen, wo kommen die Produkte her, unter welchen Bedingungen wurden sie produziert. Jetzt habe ich noch eine zweite Abschlussfrage. Sie hatten ja ganz am Anfang zu Recht gesagt, Food-Essen ist immer populärer. Interessant ist ja, dass die Leute auch immer mehr für Essen ausgeben, auch für Küchenausstattung, gleichzeitig aber immer weniger selbst kochen. Glauben Sie, dass dieser Trend sich mal wieder drehen wird? Oder werden wir in Zukunft wirklich alle nur in den schicken Küchen sitzen und uns das Essen bringen lassen? Das denke ich nicht. Aber ich glaube, dass wir eher in diesem Spannungsfeld sind von, wir sind unter der Woche halt stark ausgelastet mit Jobs und Sport und Pendeln vor allem auch, sind dann immer wieder gezwungen, uns halt on the go irgendwie convenience-mäßig zu verpflegen. Dass wir dann aber am Wochenende, wenn dann mal die Zeit da ist, aus dem Vollen schöpfen wollen und deswegen eben auch in gutes Material investieren. Gut, und das dann entsprechend auch zelebrieren mit Freunden etc. Liebe Frau Schäfer, vielen Dank für das spannende Gespräch, ein extrem spannendes Thema. Ich kann jedem nur empfehlen, auch den Bericht entsprechend mal zu lesen. Es gibt noch viel mehr Trends, die wir jetzt aufgrund der Zeit alle nicht abdecken konnten.
Und alle 2 Jahre kommt ein Bericht raus. Also ich glaube, nächstes Jahr ist es dann auch wieder soweit. Danke für Ihre Zeit. Viel Erfolg beruflich und privat. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast diese Folge des Deloitte Future Talk genauso genossen wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch bitte weiter an deine Freunde oder Geschäftskollegen. Und was ganz wichtig ist, bitte abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch keine Folge mehr. Du kannst dies auf iTunes, Spotify, SoundCloud oder auch auf YouTube tun. Details und Links dazu findest du in den Shownotes. Das sind die schriftlichen Informationen bei jeder Episode, beispielsweise auf iTunes oder Spotify. Dort gibt es übrigens auch ganz tolle zusätzliche Informationen rund um das heutige Thema. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, nimm dir doch bitte auch eine Minute deiner Zeit und bewerte ihn. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal.